Herkese merhabalar. Birkaç gün önce sahiplenmiş olduğum yavru kedi Pipe'nin diş tedavisi devam ediyor arkadaşlar. Birkaç soru geldi bana zaten. 2-3 günde bir yayın yapamadım maalesef. Çünkü aşırı bir yoğunluk vardı. Hem iş yerde hem ay sonu. Oraya gitmemiz gerekiyor. Buraya gelmemiz gerekiyor. Ondan dolayı bir yayın yapamadım arkadaşlar. Ama bizim Pipe'nin durumu iyi. Ama yarın bir daha veterinere gidecek. Bugün gitmedi ama diş tedavisi devam ediyor arkadaşlar. Ama durumu iyiye gidiyor. Kendini toparlamaya başladı. Ve kısmet olursa birkaç gün içinde zaten iyice toparlanacak. Ayrıca diğer kediler de hepsi iyi. Bizim Peanut ve bebeklerine hala veterinlerde de arkadaşlar. İyileşti, iyileşme zaten onlar bir daha bizim burada diğer kedilerin aralarında katılacaklar. Ve onlar da size yayın olarak da göstereceğim zaten. So, hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goats im Livestream. Es geht heute darum, dass es dem Pieper sehr gut geht. Die Katze, die wir von der Straße haben, vom Palomo Hotel, die gefunden wurde und mir gebracht wurde, dass es ihm im Allgemeinen sehr gut geht und dass er heute nicht zum Tierarzt war, aber er muss morgen wieder zur Kontrolle und seine Weisheitszähne wurden ja gezogen. Ich meine, seine Milchzähne wurden ja gezogen, also, und die wachsen jetzt auch nach, die neuen Zähne und dem geht es halt im Allgemeinen besser, der frisst auch sehr gut und das wollte ich auch gerne mit euch teilen. Ich konnte jetzt 2, 3 Tage kaum online kommen, weil ich sehr viel zu tun hatte. Es ist Monatsende, man muss dahin gehen, man muss hier hinkommen, man muss dahin dies zahlen, das machen. Und deswegen konnte ich jetzt ein paar Tage nicht online kommen, aber natürlich wird es jetzt wieder sehr öfter werden. Und den anderen Katzen geht es gut, nur der Peanut ist noch beim Tierarzt und die Babylena auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die bald hier wieder unter den Katzen sind und dass ich das auch dann auch mit euch teilen werde. Also wie gesagt, dem Pieper geht es gut, er ist in Behandlung, er frisst sehr gut und seinen Zahn geht es auch gut, also seinen Zähnen, ihm wurden ja 2 Zähne gezogen und das wollte ich gerne mit euch teilen. Yani dedim gibi dişleri iyileşti arkadaşlar. Yani diş eti de biraz daha iyi oldu öyle diyeyim ben size. Ve kısmet olursa yani yakında onun yeni dişleri de çıkacak ve onu da zaten sizin her zaman paylaşacağım. Şimdi size buradaki kedileri göstereceğim. Jetzt zeige ich euch mal die Katzen hier, die natürlich immer dabei sind, wo ich gerade bin. Die sind normalerweise nicht hier. Die spielen nicht hier. Aber die sehen jetzt, dass ich hier bin. Deswegen sind sie hier. Normal Schatten zaten burada oynamıyorlar arkadaşlar. Ama burada olduğum için hemen peşime geliyorlar. Weil ich jetzt hier bin, kommen natürlich gleich sofort nach. Und da sieht man jetzt das eine da sich im Katzenhaus versteckt hat und der Ömer, dem ich ebenfalls das Leben gerettet habe, ist auch hier. Dem geht es auch mittlerweile sehr viel besser und der liegt auch immer, der ist immer ganz in meiner Nähe und liegt sogar manchmal bei mir neben im Bett, kommt er einfach. Bizim Ömer de zaten çok halsiz bir şekilde bulmuştuk arkadaşlar, yani bayağı bir kötü durumdaydı. Bunu da iyileştirdik ve yine sağlığına kavuştu. Yani ister istemez biraz daha hasta görünüyor ama büyük bir ihtimal sokağa atılmıştı bu kedi. Ondan sonra sokağa atıldıktan sonra maalesef bir kedinin durumu sokakta yaşayamıyor. Ondan sonra böyle durumlara düşebilir. Also der ist höchstwahrscheinlich ausgesetzt worden. Aber dem geht es jetzt, wie gesagt, auch besser. Dem wurden die Zähne gezogen. Seine Leber wurde behandelt. Und er war ein paar Wochen beim Tierarzt und ihm geht es jetzt sehr gut und der lebt jetzt auch bei mir zu Hause und er kommt auch sehr oft zu mir ins Bett rein. Also das macht mir auch nichts aus. Der ist also ein ganz, ganz harmloser Kater und er kann froh sein, dass er noch lebt, wie gesagt. Und die Hamsie versteckt sich dort im Haus und Mini versucht sie dort vom Haus zu verjagen. Und das ist unser neuer Pieper. Schaut mal, der fühlt sich auch sehr wohl. Der sieht schon viel besser aus als vor ein paar Tagen, wo ich den bekommen hatte. Bu da bizim bugünkü konu olan kedimiz Pip arkadaşlar. Bakın, çok çok daha iyi görünüyor. Ve pek öyle hasta görünmüyor. Dediğim gibi durumu iyi. Ve bakın biraz da karnı şişti. Yani yemek de yiyor. Dedim geçiz malgemein. Wie gesagt, viel besser. Viel besser als vor ein paar Tagen schon mal, der hat auch einen dicken Bauch bekommen, weil der war knochendünn, wo ich den bekommen hatte. Und jetzt sieht man auch, dass der wieder gut fressen kann. Und er musste heute, wie gesagt, nicht zum Tierarzt, aber ich denke mal,
dass es ihm auch sowieso besser geht. Und morgen wird er dann wieder zum Tierarzt gefahren. Und hier ist unsere Katze Frosch. Bizim Frosch da burada arkadaşlar. Ve bizim Ömer ayağında ufak bir sorun var. Yani ayak derken arka patisinde. Onun için her zaman böyle biraz yan yatıyor. Ama bu da yaşadığını dua etsin arkadaşlar. Yani iyi ki bize rastladı. Ve dediğim gibi yaşaması için elimden geleni yaptım. Bunu da kısa ve uzun videolar olarak size paylaştıracağım da arkadaşlar. Bakın Pippa artık oynuyor. Und der Pippa fühlt sich auch sehr wohl. Und ist sehr aktiv geworden. Und man sieht auch, dass er sich einigermaßen wieder putzen kann. Weil er halt keine Zahnschmerzen mehr hat. Wir sind Pippa artık o kadar kirli görünmüyor arkadaşlar. Çünkü artık kendini temizleyebiliyor. Gördüğünüz gibi. Yani onun için biraz daha iyi görünüyor. Biscuit de buraya geldi. Die Biscuit ist auch hier. Manchmal der Pieper kommt mir immer hinterher. Der sieht, ich bin in die Richtung gekommen. Und er ist mir jetzt hinterher gekommen. Und schau mal, sein Gesicht ist auch viel sauberer. Er sieht viel besser aus als letzte Woche, wo ich den bekommen hatte. Vom Paloma Ocean Resort Hotel. Und die Hamsie hat sich hier im Häuschen versteckt. Schau mal, da ist die Hamsie. Und Pippa macht schon Stress hier. Schau mal, der spielt schon mit Biscuit. Der hat Biscuit verjagt, der Pippa. Bizim Pippa hat oynuyor, gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı canlandı. Bizim Biscuit'i kovaladı. Ve Ömer de her zaman ben neredeyse orada arkadaşlar. Also eine Katze, die auch immer da ist, wo ich bin, ist auch der Ömer. Schau mal, ich bin jetzt hier, ich gehe gleich hier raus und dann kommt er mir gleich auch hinterher. Das ist auch eine Katze, die sehr an mir hängt und auch sehr dankbar ist, dass sie jetzt hier leben darf. Und hier sehen wir jetzt Bagheera und Biscuit, die spielen hier. Die sind natürlich auf dem Balkon, weil ich auf dem Balkon gekommen bin. Normalerweise spielen die nicht hier. Und schau mal, die Hamsiye ist da jetzt auch hinterher gekommen. Bu kediler normalde balkonda değiller arkadaşlar. Şu anda ben balkondayım ya. Bunlar da meraktan arkama geliyorlar ve burada oynuyorlar. Und das sind die Katzen von diesem Jahr, die alle von der Straße gesammelt wurden. Das sind natürlich auch viel mehr. Das ist nur ein Teil von denen, ne? Sogar die erwachsene Katze hier, der Ömer, ist auch von der Straße gekommen. Hadi gel, pss, pss, pss. Na komm jetzt, wir gehen ein bisschen raus, wir schauen, wo die anderen sind. Wir müssen dışarıya çıkalım, diğerler ne yapıyorlar, diğerler nerede? Luna ve yavruları. Bakın kedi evin içinde bir kedi daha var. O kesin bizim Mini'dir. Çünkü hamsiye çıkmıştı oradan. Bakın bizim Nervensäge da burada. Die Nervensäge ist jetzt auch hier. Und frisst das Kittenfutter. Nervensäge, du hast genug Futter. Warum frisst du den Kitten das Futter weg? Bizim Nervensäge yavru mamasını yiyorlar. Proplan'ın Kitten maması tabii ki daha fazla beğenirsin değil mi? Das Kittenfutter von Proplan schmeckt dann natürlich mehr als dein eigenes Futter. Ich habe hier an mehreren Stellen zu Hause, dass sie nicht kämpfen, so Futter und Wasser für die Kitten. Und die scheinen sich da auch dran zu vergnügen. Und hier meine allererste Katze Aşkım. Benim ilk göz ağrım Aşkım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamile mi o? Karnı bayağı şiş. Hayır, bizim nervimizdeki kısırlı arkadaşlar. Bunu bir zamanlar evin içinde kilitledim, öyle yakaladım. Bizim Paul
Ve Pepe'nin annesi zaten bu. Bunu yakalayana kadar canı çıkmıştı zaten. Nerf müziği. Und hier habe ich auch noch mal für die Kitten immer Kittenfutter und Wasser natürlich auch, weil der hat viel toben und auch viel spielen. Yani yavrulara her yerde mama var. Arkadaşlar. Ve bakın burada da yetişkin kedilere her zaman mama var. Auch für die erwachsenen Katzen. Aber nee, die wollen sich lieber bedienen und hier oben fressen, so wie die zum Beispiel. Die will nicht mehr wegen dem Babys in die Wohnung rein, die will immer hier fressen. Yani yavrulardan dolayı eve girmek istemiyor arkadaşlar. Baya bir küstü bu kedi. Onu da orada mama veriyoruz. Bizim eski boruna burada mama veriyorum. Eski boruna bu kamtiye ye futa. Ve bakın. Hier ist schon die andere Babys. Schau mal, hier ist auch die süße Luise, das Kind von Baby Luna, das jetzt auch hierher kommt. Schau mal, Luna ist auch hier. Bizim Luna da burada. Und die Gretel hat sich gerade vor Luna versteckt hier. Und schaut mal, Luise, das kleine Baby, ist auch neugierig, wo ich dahin gehe. Und Ludwig ist bei seiner Mama, ein richtiges Mutterkind. Der Ludwig, tam bir anne çocuğu, yani annesinin yanında hiç ayrılmıyor. Ein richtiges Mutterkind. Der Ludwig. Ich war Ludwig, du kleines Baby, du wirst morgen auch geimpft, ne? Fahren wir morgen mit dir auch morgen zum Tierarzt, du kleines Baby? Hä? Na, was hast du im Rohr entdeckt? Was ist da am Rohr drin? Was hast du dich da reingesteigert, hä? Nicht, dass du deinen Kopf da reinsteckst und ich dich da nicht mehr rausbekomme. Was ist los, Luna? Was ist da? Oder ne, war Luna? Bizim senin oğlan Ludwig oraya takılı kaldı. Ja. Und hier ist auch jetzt der Drache. Bizim Kedi Drache da burada arkadaşlar. Bakın. Die scheue Katze, der scheue Kater bei mir im Haus. Der läuft gleich weg, wenn ich in die Nähe gehe. Das ist der Drache, der jetzt wieder gesund ist und zwei Impfungen hat. Und mich auch gleich wieder anfaucht. Bei dem darf ich nicht so nah ran. Der läuft gleich weg, der Warmduscher. Ve bizim Bella burada arkadaşlar. Schaut mal, unsere Katze Bella ist hier. Der wurden auch die Zähne gezogen. Die war wieder sehr, sehr krank. Und die ist jetzt wieder kerngesund und hat gefressen und fühlt sich wieder ganz wohl. Schaut mal, da ist auch unsere kleine Katze Bounty. Und die Katzen kommen natürlich gleich hinterher. Und ich gehe jetzt wieder zurück. Und die Gretel ist natürlich auch immer ganz in der Nähe. Und auch die Hamsie, die ausgesetzte Katze vor meinem Laden, die ein Halsband hatte, wo Hamsie drauf stand, ist auch eine sehr sympathische Katze, eine hyperaktive Katze und bekommt jetzt auch die zweite Impfung am Wochenende. Und du auch, Bounty, du bekommst auch deine Impfung, du kleines Baby, okay? Du bekommst auch deine zweite Impfung, okay? Seni de aşılattıracağız, tamam? Tamam? Tamam, kızım.
Luise, wo willst du hin? Mit deinem Entenmarsch. Was findest du schon wieder so neugierig? Ja, Luise. Ja, nicht daran, da leben Menschen. Vielleicht wollen sie das nicht. Kommst du da bitte her? Dann müssen wir in die andere Richtung gehen, dann kommen sie gleich hinterher. Hier, das sieht man auch jetzt. Gretel und Hamsie, wie die hier oben gerade spielt. Şu anda da burada oynuyor. Bizim kedimiz Hamsie ağaca çıktı. Akşamlar. Ve Ludwig bir yere kilitlendi arkadaşlar. Der Ludwig hat da irgendwas gesehen. Oder versucht da etwas zu fangen. Der geht ja gar nicht weg. Von hier, vom Rohr. Ludwig, ne var orada oğlum? Ne gördün orada, ha? Gel oğlum, gel. Ne var orada, ha? Was ist da, Ludwig? Was ist da, Kleine, ha? Was ist da, Ludwig? Halt, gern. Und jetzt sieht man hier auch Lady Di, ist auch rausgekommen. Und Gretel ist hier auch sehr aufmerksam. Bizim Gretel de çok meraklı bakıyor arkadaşlar sağa sola. Ve bakın Louise geri geldi. Die Louise ist wieder zurückgekommen. Kaum geht man wieder weg, ist sie gleich hinterher gekommen. Und Bounty ist auch da. Also Luna und Ludwig sind hier an den Röhren, ist hier eine Maus gewesen, ist hier ein Käfer gewesen. Die sind hier so, die steigern sich hier so rein in die Röhren, da denkt man sich, was ist da? Wir sind Ludwig, ve Bebek Luna, baya kitlenmişler bu borulara. Acaba ne görmüşler orada? Oradan da gitmiyorlar, çok merak ediyorum. Annesi de öyle kilitlendi. Bakın şimdi saldırıya geçecek annesi. Gördünüz mü? Ne dedim size? Ömer, sen de çıktın mı oğlum? Sen de çıktın mı Ömer? He? Bist du auch rausgekommen, Ömer? Bist du auch rausgekommen, Kleiner, he? Wo ist Peppa? Ist Peppa mit den anderen spielen? Und was machst du hier, hey Bella? Geht es dir gut, Bella? Du bist wieder gesund, ne? Bounty, bist du gleich eifersüchtig, wenn ich hier jemand anders streichel, ne? Bist du gleich eifersüchtig? Çok kıskanıyorlar hemen, bakın. Şimdi Zarte geldi, bu da zaten ayaklarım etrafında bırakmayacak. Die Zarte ist jetzt da. Und die lässt mich gar nicht mehr in Ruhe. Die kennt ihr ja alle. Und das sind jetzt hier die Katzen am Abend. Das sind aber nicht alle Katzen. Es sind noch viele unterwegs. Bunlar bütün kedilerimiz değil arkadaşlar. Çok çok daha fazla kedilerimiz var. Bunlar sadece
kedilerin bir kısmı. Evet, Ludwig en son gitti. Borunun başında. Annesi bebek Luna ile. Bebek Luna da Frosch'a, pardon, saateye sarılırdı. Ve Frosch burada yatıyor. Frosch? Ve bakın, yavrular burada. Und der Peppa wollte dann also nicht rauskommen. Mal sehen, wo der Peppa ist. Der Peppa hier. Aschkim ist auch da oben. Peppa ist hier geblieben. Schaut mal. Peppa wollte nicht rauskommen. Peppa, Biscuit und Bagheera sind hier geblieben. Ich war Bagheera. Wolltest du nicht rauskommen? Hä? Wolltest du nicht rauskommen, Bagheera? Herr Kızım, wolltest du nicht rauskommen? Dışarı çıkmak istemedin mi? Wir wachen. Der Peppa hat ja mittlerweile einen sehr, sehr schönen Blick mittlerweile. Also der sieht viel gesünder aus. Natürlich viel gesünder als vor ein paar Tagen. Bizim Peppa'nın sağlık durumu iyi gidiyor arkadaşlar ve bakın çok daha sağlıklı görünüyor bizim Peppa. Ve yarın bir daha veterinlere götüreceğiz. Şimdi hier sein Mund sieht viel besser aus, das kann man auch sehen. Na, das sieht alles viel besser aus. Yani bunun ağzı çok çok daha görünüyor arkadaşlar. Ağzı bayağı bir yara içindeydi. Ama şu anda durumu iyi. So, ich will mich dann für heute verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei seid, dabei wart. Also der Peppa kommt dann morgen wieder zum Tierarzt und der bekommt morgen wieder eine Behandlung. Ich wünsche euch dann alle einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Ich sage mal dann bis morgen. Auf Wiedersehen und tschüss. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim Peppa'nın durumu, sağlık durumu bayağı daha iyi oldu. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hoşça kalın.